Hallo zusammen, willkommen zu einem Giga-Special zum Samsung Galaxy S3. Ich habe mir den Flavio mit dazu geholt und wir unterhalten uns heute mal über einen Prototypen, der uns zugesandt wurde. Es war am Freitag noch nicht so ganz sicher, ob wir ihn kriegen. Es ist jetzt aber Montag und er ist hier. Ja, aus Südkorea direkt. Von unseren Freunden aus Südkorea haben wir ihn bekommen. Er ist heute angekommen, glücklicherweise. Und wir werden uns mal anschauen, ob sich die ganzen Gerüchte bewahrheitet haben, die so in den vergangenen Wochen kursierten, nämlich zum Beispiel zu einem neuen Material. Da gab es das Keramikgehäuse, Keramikdesign, soll ein direkter Handschmeichler sein, wurde jetzt im Teaser heute auch nochmal direkt angepriesen. Da gab es heute ein neues Video, da hat man zwei so kleine Steinchen auch gesehen in dem Teaser. Ne? Das ja, auch in der Einladung waren so zwei Steinchen, ja. Aber direkt diese ganzen Sprüche waren direkt auf die Leistung bezogen, auf dass man die Galaxie in einer neuen Art und Weise sehen wird. Und natürlich, dass es sehr gut in der Hand liegen wird. Und da bin ich immer gespannt. Die Kraft soll sehr gut, soll sehr imposant sein. Ein neues Display haben wir auch, glaube ich. Ein Super AMOLED HD Plus mit Sternchen-Display. Fleißbienchen auch hinten dran noch. Ja, wir werden sehen, in welchem Maßen das sein wird. Ob das in HD Ready oder HD Plus sein wird, HD direkt sein wird. Muss man schauen, die Akkulaufzeit wurde uns von dem Insider angepriesen. Die soll wohl über mehrere Tage laufen. Das ist nicht übel. Müssen wir erstmal einen Test machen. Werden wir schauen. Die 4-Core-CPU war sehr interessant. Da wurde jetzt, wie bei dem Tegra 3-Prozessor, hatte man ein CPU, der so sich um schmalere Aufgaben kümmert. Mal schauen, ob das jetzt bei dem 4-Core-CPU genauso sein wird. Ein Haptik-Display. Das ist natürlich interessant. Das Touch-Display gibt direkt Feedback, wenn man es bedient. Das ist natürlich nicht schlecht. Und 3D. Und 3D-Display, na klar. Muss schon das sein. Kommt definitiv. Also ja. Wir haben es jetzt hier, der Insider hat es bestätigt. Packen wir es aus. Schauen wir mal in die Schachtel. Ne? Ja. Genau. Schön vorsichtig, einmal rumdrehen. Ja. Holla. Okay. Wir haben sogar ein Dock, ist auch dabei, wenn ich das richtig sehe. Hier ist ein bisschen Zubehör noch. Ja. Eins, zwei kleine Kabelchen, okay. Ah, das ist einmal... Das ist ja schon fast passgenau, also wirklich sieht schick aus. Ich bin irritiert, das ist besser als bei Apple, ne? Naja. Ich nehme es mal raus, einfach kurz. Ja. So. Das ist es. Da haben wir es auch schon in seinem Dock drin natürlich. Hier, dann sind nochmal die Zubehörteile. Da ist natürlich für den, ich glaube, 4G-Empfang hat es natürlich. Ne? Ja, LTE ist definitiv drin. Muss man die 4G-Antenne reinmachen und ich glaube, es gibt auch einen... Liegt sehr gut in der Hand, ne? Kann das sein? Es hat eine griffige Rückwand. Also was im ersten Moment besonders gut auffällt, ist, es ist ein bisschen breiter als das Galaxy S2. Ich habe das mal im Vergleich mitgebracht. Ja, zeig doch mal. Ich halte nochmal den Prototypen. Ja, ein also, bisschen. Ja, in der Tiefe sieht man, das ist. Das ist hier das Display, wie man sieht. Ne? Ist auch Haptik, also man merkt direkt, wenn man hier rauffasst, dass es richtig schön zurück, was zurückgibt. Ne? Da fühlt man. Ist toll. Ja, Keramikgehäuse war angekündigt. Ich glaube, wir haben das hier. Mit so einer Art Rauffaser zu tun. Ja, ne? Es scheint ausgebackenes Material zu sein, vielleicht Ton. Ist recht robust, staubt ein klein wenig. Aber ich glaube, das ist auch Absicht, denn es wurde ja ab und zu mal gesagt, dass das Display des Galaxy S2 zu sehr einstaubt. Richtig, das sieht man hier auch nochmal. Ja, ja. Und die Flecken sind natürlich auch immer noch sichtbar. Und da hat man mit dieser wunderbaren Oberfläche dem also entgegengewirkt. Die ist auch anti-Haft beschichtet, wenn mich nicht alles täuscht. Und hat auf jeden Fall eine fettabweisende Komponente. Ja, ich wollte gerade sagen, also man sieht jetzt hier auf dem Display auch keinerlei Fettflecken. Ich kann jetzt hier auch direkt mit den leicht schwitzigen Fingern hier rübergehen. Überhaupt gar kein Problem. Gar nichts. Fällt überhaupt nicht auf. Nicht ganz schlecht. Toll. Also der erste Eindruck ist schon mal sehr gut. Ja, na dann, ich glaube, wir können mal das 3D-Display zeigen vielleicht. Ja, warte, ich halte mal fest. Halt mal fest. Kann man auch schöne Spiele geben. Jeder kennt ja Labyrinth Smartphones. Oh ja. Das ist aber auch dreidimensional. Ich sehe es sogar richtig schön. Ja, die Kugel kommt richtig raus, ne? Oh, jetzt war machen wir nochmal neu. Ja, man muss jetzt sehen, welche CPU verbaut ist. Wir haben Roggen. Ganz eindeutig Roggen. Ein Weizenkorn dürfte auch dabei sein. Und das schmecke ich nicht raus. Doch, da ist eine Weizennote. Okay. Also, ja, das haben die Südkoreaner clever gemacht. Da ist Roggen und Weizen in einer Schicht. Ja. Und ich glaube, Hafer dürfte es auch noch sein. Vielleicht Dinkel. Hafer. Wenn sie ganz, ganz freakig waren, haben sie Dinkel mit reingemacht. Aber ich glaube, Hafer und Roggen und Weizen, da kann man sicher von ausgehen. Ja, Hut ab.
Da wird eine Menge Leistung rauskommen. Ich glaube, dass auch die Akkulaufzeit sich da in den vier Kern, wirklich bemerkbar machen wird. Das ist der Galaxy S3 Prototyp, exklusiv für Giga. Und ich glaube, wir machen jetzt mal einen Akku-Langzeittest. Wir machen jetzt mal den Langzeittest. Thank you.